Dann springen wir mal weiter. Waffen sind soweit aktiviert. Energie rumschieben. Krankenstation weg. Antrieb hin. Und wir brauchen unbedingt einen neuen Energiepunkt. Den gönnen wir uns einfach mal. Auch auf die Antriebe. Und eigentlich würde ich ja ganz gerne mal die Artillerie aufstufen. Da brauchen wir aber noch ein paar mehr Punkte. Und Waffensystem hätte ich gerne noch einen Punkt, damit wir auch noch die Bombe benutzen können. Die braucht ja nur einen Punkt. Aber ja, alles mit der Zeit. Jetzt springen wir erstmal schön vor den Rebellen weg. Ganz langer Sprung ist das jetzt. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ha. Ihr seht einen kleinen Rebellenträger in der Entfernung. Wir verhalten uns ruhig und versuchen mit dem anderen Verkehr hier in der Gegend unterzugehen. Also die ganzen anderen Schiffe, die hier sind. Es ist trotzdem komisch, einen Rebellenträger hier so weit im Engi-Raum zu sehen. Na gut, weiter. Also anscheinend nichts passiert. Dann dahin. Und dann können wir ein bisschen zickzack fliegen. Hoffentlich, bevor die Rebellen kommen. Denn wir brauchen ganz viel Scrap. Ganz, ganz viel Scrap. Oh, danke. ja. Wir werden von einer Station in der Umgebung ausgerüstet, die uns gegen den Rebellen unterstützen will. Wir kriegen 18 Scrap und eine Hermes-Rakete. Die gucke ich mir nochmal an. Hermes-Rakete. Ach, das sind diese richtig großen Dinger. Die brauchen 3 Power, verursachen 3 Schaden und haben Shield Piercing 5. Können auch ein Feuer auslösen und einen Höhlenbruch. Aber 3 Power ist mir einfach zu viel. Das Ding werden wir verkaufen. Aber trotzdem schick, dass wir es geschenkt bekommen haben. Fertig. Wir haben nur noch 3 Treibstoff. Das könnte ein Problem werden. Aber da macht sich gleich ein Geschäft auf. Das heißt, wir springen jetzt dahin, dahin und dann mit dem letzten Treibstoff springen wir zum Geschäft. So. Erster Sprung. Wir kriegen schon wieder was geschenkt. Ah ne, diesmal ist es eine aufgegebene Weltraumstation. Wir finden 14 Scrap und eine Anti-Personnel-Drohne, die wir ebenfalls verkaufen können. Sehr gut, wir springen zum nächsten. Dahin. Mehr Scrap. Oh, okay, Scrap in seiner Rohform. Wir könnten ihn angreifen oder wir könnten uns verziehen. Aber wir haben noch genug Hülle und wir sind direkt neben einem Händler. Also greifen wir an. Er hat 2 Schildpunkte. Das wird wieder schwer zu knacken sein. Vielleicht sollten wir doch wieder auf die Bombe zurückschalten. Aber gut, jetzt hilft das erstmal nichts. Wir versuchen seinen Schaden so gut es geht einzustecken. Denn die Rakete können wir eh nicht abwehren. Also schießen wir nicht auf die Waffensysteme, sondern direkt auf die Schilde. Und verfehlen erbärmlich schlecht. Okay, Burst Laser aus, Waffensystem an, also Bombensystem. Und dann machen wir das gleich richtig. Also wir schalten mit der Bombe die Schilde aus. Rakete trifft unsere Schilde. Nicht gut. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also Bombe auf deren Schilde. So. Und gleich eine Salve hinterher. Das heißt, wir stecken zwar jetzt viel Schaden ein, aber dafür dürften wir in der nächsten Runde, wenn sie gar keine Schilde mehr haben, sie nach und nach auseinandernehmen können. So. Schilde sind immer noch nicht rot. Das ist gar nicht gut. Dafür haben sich unsere Schilde wieder repariert. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Engi in den Räumen zu haben. Wegen der doppelten Reparaturgeschwindigkeit. So. Burst Laser wieder auf die Schilde. Obwohl, stopp. Wir schicken jetzt erstmal wieder die Bomben auf die Schilde, die dann hoffentlich endlich rot werden. Und wenn ja, können wir gleich die Waffen ausschalten. Bumm. Schilde sind rot. Waffensysteme. Waffensysteme auch rot. Sehr schön. Und gleich kommt die Artillerie hinterher. Sehr gut. Wir schießen wieder auf die Waffensysteme, aber nur mit dem Burst Laser, nicht mit der Rakete. Also dem Teleporter-Ding ist da. So, Artillerie macht den Rest. Richtig. Richtig. Bzzz. Sehr schön. Wir bekommen 2 Treibstoff, das ist schon mal gut. 2 Raketen, das ist noch besser. Und ein Scrap. Sehr schön. Ja. Ich wäre eigentlich versucht zu sagen, komm, wir gehen gar nicht erst zu dem Geschäft hin, aber wir müssen unbedingt die Hülle reparieren, da geht nichts drum rum. Ich würde gerne so viel hier aufstufen. Aber ja, wir haben ganz viel zum Verkaufen, wir sollten auf jeden Fall zum Geschäft. Oder?
leider vorher noch einen kleinen Ausflug machen. Wir haben jetzt ja neuen Treibstoff. Okay, komm, kleiner Fingertest. Ein kleiner Finger wäre ungefähr hier. Ein kleiner Finger wäre da. Beim dritten Sprung sind sie schon im Geschäft. Also sie könnten 1, 2, 3 könnten wir machen. Und wir hätten auch genug Treibstoff für 3 Sprünge. 2-1 Risiko und so. Obwohl, nee, wir sollten nicht zu viel riskieren. Wir sind erst in Sektor 3. Und wir sind jetzt schon relativ gut ausgerüstet, finde ich zumindest. Springen wir dahin und dann zum Geschäft. So, gucken wir mal. Eine Zoltan-Forschungsstation, die wieder gerne Forschungsobjekte hätten. Da machen wir nochmal mit. Und wir kriegen 14 Scrap. Sehr schön. Wir springen zum Händler. Und so wie das aussieht, hätten wir es wahrscheinlich doch geschafft. Aber na gut, jetzt ist es zu spät. Drohnenkontrolle, Crew-Teleporter, nicht so interessant. Reparieren ist interessant und die ganzen Ressourcen. Aber erstmal verkaufen wir alle Drohnen, die wir haben. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Und die Hermes, die bringt auch nochmal 25. So, 196 Scrap. Wir hätten gerne eine volle Reparatur. Wir hätten gerne genug Treibstoff. Ihr habt nur 2 Raketen im Angebot. Das ist ja erbärmlich. Wir hätten gerne alle Raketen. Der Long-Range-Scanner wäre noch ganz praktisch. Dadurch kriegen wir halt mehr Informationen über die Umgebung. Aber ich gucke erstmal ganz kurz in unser Schiff rein. Wir hätten noch genug Platz dafür. Aber ich will auf jeden Fall... Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Punkt in Waffenkontrolle, um alle 3 Waffen gleichzeitig schalten zu können. Ich brauche dann noch einen Energiebalken, um die auch laden zu können. Das wären dann schon mal 50, 75. Dann hätte ich noch gerne einmal den Artilleriebeam, sind wir schon bei 105. Und die Türen sind wir bei 125. Ja, nee, wir kaufen nichts mehr. Und wir machen jetzt die Einstellung, die ich gerade gesagt habe. Also, Waffensystem, Energiebalken. Und erstmal das hier aktivieren. Sehr schön. Chip. Oh, und wenn wir die Artillerie erhöhen, brauchen wir auch gleich wieder einen Energiepunkt. Das wären dann 55, 75. Das ist nicht gut. Dann muss die Artillerie warten. Dann machen wir jetzt. Es gibt so viel zum Erhöhen. Die Türen brauchen wir auf jeden Fall. Dann können wir taktisch besser damit arbeiten, mit den Luftschleusen öffnen und so weiter, dass der Gegner erstickt. Also wir nehmen die Türen. Wir nehmen die Scanner und wir nehmen einen Energiebalken. So. Haben wir einen Punkt noch über, der kann die Krankenstation. Und jetzt müssten wir eigentlich mit den meisten Schiffen jedenfalls in diesem Sektor klarkommen. Und eventuell auch im nächsten. Weil wir haben halt die erste Runde immer sofort alle Waffen aufgeladen. Schicken wir die Bombe, obwohl wir nicht mehr so viele Raketen haben, schicken wir die Bombe auf die Schilde und beide Burstlaser können dann gleich auf was anderes schießen. Also die einen wahrscheinlich die Schilde weiter kaputt machen und die anderen auf die Waffen. Aber ja, doch, wir können zufrieden sein. Wir springen jetzt zum Ausgang. Irgendwas Besonderes? Ein Asteroidenfeld? Wir hätten vielleicht doch den Langstreckenscanner kaufen sollen. Na gut, wir haben eine komplette Hülle, also gucken wir mal. Ah, eine verlassene Mining Site. Wir kriegen eine Drohne und 26 Scrap. Sehr schön. Können wir uns davon gleich wieder was holen? Pilot, nö. Wir könnten Sauerstofftanks holen, aber nö, nicht so wirklich. Na gut, fertig. Springen, rausspringen. Wir haben die Wahl zwischen einem Rebellensektor und einem Engie Homeworld. Eigentlich würde ich gerne zu den Rebellen, wegen Kämpfen und so. Aber wir haben wenig Treibstoff, wir haben wenig Raketen. Und es wird da wahrscheinlich keine Möglichkeit geben, uns zu reparieren. Also gehen wir jetzt den ganz seichten Weg hier oben rum durch 4 Zivilsektoren und dann erst zum Endgegner. So, was haben wir hier? Noch nichts. Alle sind da, wo sie sind. Wo sie sein sollen. Alle Türen sind zu, sind inzwischen grau. Die beiden könnten noch ganz leicht repariert werden, weil es Engi sind. Swarms ist unser Schildmann. Du warst unser Ausweichler. Okay, springen. Da oben ist der Ausgang.
dann fliegen wir doch mal hier und dann zickzack nach da oben. Und ja, ich bereue langsam doch nicht, den Langstreckenscanner gekauft zu haben. Wir sehen eine Menge Raumstationen der Engi. Mehr nicht. Wir haben nur noch 3 Treibstoff. Wir sollten uns also schön von der Sektorkarte hier links entfernen, damit die Rebellen uns nicht gleich erwischen. Und hoffen, dass wir in den nächsten beiden Sprüngen irgendwas finden. Ein Treibstoff. Von einer alten Schlacht Überreste. Ein Treibstoff, eine Drohne, 27 Scrap. Jetzt hätten wir genug Energie. Wir machen was? Artillerie aufstufen, mehr ausweichen oder schon mal langsam an den Schilden arbeiten. Das müssten wir ja eigentlich auch. 3 Schildpunkte sind langsam schon wichtig. Aber ausweichen ist auch noch wichtig. Ausweichen sollten wir auf jeden Fall auf 5 bringen. Der Sprung von 5 auf 6 bringt dann so wenig. Aber bis 5 ist noch alles okay. Braucht aber auch wieder Energie. Nö, warten wir erstmal. Wir springen jetzt weiter und zwar... dahin. Komm schon, Treibstoff. Ah, wir werden gebordet. Ah, nee, werden wir nicht. Ein Mantis sucht Asyl. Da gehen wir doch auf jeden Fall auf die Seite des Mantis, denn wir brauchen ein Security-Team. So. Oh, irgendwas hat gerade gerüttelt. Und er hat 3 Schilde. Oh, weia. Stopp. Da ist was schiefgelaufen. Wir haben keinen Mantis bekommen. Und müssen gegen das Schiff kämpfen. Ich hätte die Nachricht lesen sollen. So, gut. Wir schmeißen jetzt die Bombe auf die Schilde. Hoffen, dass es trifft. Ja, wir schießen dann auf die Schilde. Und schießen dann gleich nochmal auf die Schilde. Und die sind immer noch nicht rot. Au, das wird übel. Vor allem haben die 2 Abwehrdrohnen. Aber hoffentlich nur Stufe 1. So, die kommen durch unsere Schilde durch. Sogar sehr gut. Wir schießen nochmal eine Bombe auf die Schilde. Schilde sind deaktiviert. Wir schießen auf die Waffen. Und nochmal auf die Waffen und gucken, ob die Drohnen hier unsere Laser abschießen. Tun sie nicht, also sind sie echt Stufe 1. Sehr gut. Also ja, die haben wir jetzt im Griff. Aber es sah echt kurzfristig übel aus. Burst Laser auf den. Burst Laser auf den. So. Aber ich würde jetzt echt gerne wissen, was mit dem anderen Mantis passiert ist, der eigentlich auf unser Schiff wollte. Da habe ich aber echt zu schnell weggeklickt. Na gut, wir kriegen 2 Raketen, das ist schon mal gut. Eine Drohne und 32 Scrap. Springen. Wir krebsen echt immer mit diesen 2 Treibstoff rum. Aber gut, wir fliegen weiter Richtung da oben, jedenfalls so ungefähr. Und hoffen einfach irgendwann mal richtig viel Treibstoff zu finden. Oh, ein Pirat mit 2 Schildpunkten. Okay. Wir schmeißen wieder eine Rakete auf die Schilde. Die trifft nicht. Wir schießen mit 5 Lasern auf die Waffensysteme, um sie eventuell zu deaktivieren. Ich weiß nicht. Der hat 2 Raketen, aber das wird sehr wehtun. Wir sollten da möglichst schnell was ausschalten. Das Problem ist nur, wir werden, wenn überhaupt, mit 1-2 Lasern durchkommen. Und das dann halt jede Runde. Also, nee, wir gehen auf die Schilde. Das tut dann jetzt zwar für eine Kampfrunde weh, aber damit müssen wir klarkommen. Und nicht mal rot geschossen. Er repariert schon wieder, das ist nicht gut. Eine Rakete kommt rein. Trifft. S-Bombe auf die Schilde. Oh, Feuer. Feuer ist nicht gut. Wir machen mal da auf, da auf, da auf. So, Bombe hat getroffen, Schilde sind deaktiviert. Sehr schön. Burst Laser auf die Waffen. Schieß, bevor sie schießen. Sehr gut. Sie versuchen zu fliehen. Das ist nicht gut. Wir schießen einfach deren Cockpit ab und deren Antrieb. Sie wollen aufgeben. 4 Raketen, eine Drohne, 21 Scrap. 4 Raketen klingt echt gut. Aber wir brauchen Treibstoff. Treibstoff werden sie nicht ausgeben, was sie selber wahrscheinlich brauchen. Also mit etwas Glück, wenn wir jetzt sie nicht gehen lassen und sie zerstören, kriegen wir Treibstoff.